Moin, meine Herzen, willkommen bei Blood and Brain Digital und einer weiteren Folge Infernax, der 13. mittlerweile. Sehr schön, der 13. Folge und zwar nicht der 13. Frage, aber immerhin eine neue Frage der Folge, ne? Also, mehr Komplexität, gleich besser. Damit beziehe ich mich jetzt gerade auf dieses Spiel, ne? Auf Infernax hier in diesem Moment. Es ist ja nicht sonderlich komplex, was das angeht, ne? Wir können Angriffsskillen, also verbessern, wir können Lebenspunkte verbessern und wir können den Mana-Bestand verbessern. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Möglichkeiten, die Waffe zu verstärken und unsere Rüstung und dann haben wir so ein paar extra Fähigkeiten und so weiter. Aber das ist ja alles relativ straightforward. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen und zu sagen, nee, wir nehmen statt dem magieverstärkten Streitkolben lieber den, keine Ahnung, in den Weihwasser getunkten Streitkolben oder sowas, ne? Und auch bei den Zaubern und sowas haben wir gar nicht mal so die Variation, was das angeht. Ne? Also wir kriegen die Sachen so oder so. Allein schon, weil wir sie so oder so irgendwann brauchen, um weiterzukommen. Ne? Dass Infernax tierisch komplex ist, vom Standpunkt der Story her und der Verknüpfung untereinander. Klar, es ist jetzt keine Weird West hier, aber trotzdem. Ne? Konsequenzen haben Auswirkungen und so weiter. Ne? Entscheidungen haben Konsequenzen und die haben Auswirkungen und so. Das finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Das ist schon sehr komplex. Aber ich beziehe mich jetzt ein bisschen auf die Skillung und so weiter hier. Also die ja nicht wirklich vorhanden ist, die Skillung. So in dem Sinne. Also ich meine, das Spiel, ich finde es gut so, wie es ist. Es ist in seiner Simpelhaftigkeit doch relativ komplex in Bezug auf die Story und die Entwicklung und so weiter halt. Ne? Seid ihr aber mehr ein Fan von komplexeren Möglichkeiten? Also jetzt so bezogen auf Skillung zum Beispiel und so weiter. Und würde es hier in Infernax Sinn machen? Würde es hier reinpassen oder würde es das Spiel unnötig kompliziert machen? Weil ja eindeutig die Komplexität in die Story geflossen ist und nicht in die, nicht ins Gameplay, sagen wir so halt, ne? Aber es funktioniert ja, es hält sich gut die Waage, es macht Spaß, es läuft sehr flüssig, alles gut. Aber denkt ihr, ein bisschen mehr Komplexität bei der Variation der Waffen, der Zauber und so weiter, wäre cool gewesen? Oder sagt ihr eher, na, nö, ist schon okay, so wie es ist, ne? Hättet ihr gerne ein komplexeres Infernax? So, sagen wir es besser so, ne? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen, was zu lesen. Also haut's rein und wir schalten derweil schon mal wieder um. So, zack. Fahren auch direkt mal wieder fort. Oh Gott, checken, alles ist da. Okay, gut. Dann wollen wir mal. Also, wir wollten mit dem Zauber hier B. Wollten wir mal gucken, ob wir da oben weiterkommen. Naja. Porten uns mal kurz nach Dasuf. Ist ja quasi nach Hause, naja. So. Also, ja. Ich glaube, hier haben wir aber alles gekauft mittlerweile. Das können wir kurz checken. Ja, haben wir alles? Ja, ist gut, ist gut. Das haben wir alles schon. Die Tränke haben wir auch geupdatet. Hier war, glaube ich, soweit. Wir können hier nochmal kurz reinschneiden. Ne? Wir gucken nochmal kurz, was sie zu erzählen haben. Kann ich euch helfen, Lord? Na, scheinbar nicht. Was ist mit dir hier? Auf dem Gipfel des Mount Kastak hält der verlorene Palast Stillwache. Die Einwohner von Kast meiden diesen Ort. Ja, da waren wir ja schon. Alles gut. Haben wir schon entdeckt. Savepunkt haben wir schon angelegt. Also gehen wir erstmal weiter. So, die Frage ist, ab wann können wir denn mit den anderen Jungs da unten reden? Die halt andere Quests für uns haben noch halt, ne? Die ja von wegen, so wie da oben halt, ne? Ja, wenn bringt noch mehr Heldentaten, bla bla, und dann kommt wieder zu mir. Haben wir hier in unserem Haupthaus, sag ich mal, in unserem Hauptdorf, ja auch jemanden. Mal kurz mal schauen. Karte da. Genau, nach oben weiter war das ja, glaube ich. Oder irre ich da jetzt? Ich weiß das gar nicht. Wir schauen mal. Nicht, dass ich mich hier irrtümlich irrtume. Aber gut, kriegen wir wenigstens ein bisschen XP und Geld, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Was sagte ich? 5000 brauchen wir, ne? Ah, schade. Weil ich glaube, hier war das mit dem Vogel hier, mit dem Adler, was wir noch nicht, mit dem Adler, mit dem Raben, ne?
Da unten war ja die Tränkemischerin. Genau. Da wollen wir aber gerade nicht hin. Ja, doch, genau. Die haben wir noch nicht weitergemacht, ne? Nee. Habe ich doch nicht geirrt letztens. So, mal gucken, was er tut. Aha. Okay. Zack. Gut, mal gucken, welcher Horror hier auf uns wartet. Welcher Horror? Diese umgedrehten... Das ist schon gar nicht mal so gut. Diese umgedrehten Kreuze und alles hier, das ist schon ganz schön... Ganz schön üble Gegend, in der wir uns hier befinden. Ist das der verfluchte Ehemann? Ach, eine hübsche Hand! Ach ja. Erzählt bitte niemanden, dass ich hier bin, Crushcore. Na, das... Wir werden sehen. Mann, der... Die Krähe ist der Hammer, hä? Wollt ihr auch weg? Ja, ich weiß, da hinten war eine Tür. Aber Interesse halber... Gehen wir jetzt erstmal weiter. Heilung anschmeißen hier. Also. Gehen erstmal gucken, was hier so ist. Okay. Seid vorsichtig, mein Herr! Es ist eine hinterhältige List. Was ist? Ah! Scheiße. Uns kennen wir doch. Aus der letzten Folge, ne? Ich frage mich ja, ob... Oh. Ich frage mich, ob der aufgetaucht wäre, wenn wir... Da geht's noch weiter, naja. Wenn wir das andere Skelett nicht getötet hätten, ne? Vielen Dank für eure Hilfe. Lasst mich diese Freundlichkeit erwidern. Hier, dieser Zauber könnte für eure Reise nützlich sein. Beschwört zwei Tauben? Oh, Moment. Hier. Was ist los? Moment. Beschwört zwei Tauben. Beschützen. Also, beschwört zwei Tauben. Beschützen und sind von glänzenden Objekten angezogen. Aha. Huh. Wow. Interessant. Ich wusste doch, irgendwann kommt sowas, was einbricht, ne? Das war so klar, irgendwann muss es soweit sein. Ja, wie gesagt, ich frage mich, ob... Also, wie das gelaufen wäre, wenn wir, das Skelett jetzt verschont hätten. Oder was wäre, wenn wir hier zuerst hingegangen wären, ne? Interessant. So viele Fragen und keine sinnigen Antworten, ne? Okay, was geht hier? Mal kurz hier hoch. Alles nochmal aufdecken hier. Damit das alles mal dunkel wird hier, ne? Das ist... Oh, ein umgedrehtes Kreuz ist auch gut. Da über den Eingang. Können wir jetzt aufwerten oder so? Nee, noch nicht, ne? Nee, okay, Spiel speichern. Ja. Das Schwert. Das Skelett haben wir ja letzte Folge schon gesehen, wo wir da die, wo wir das eine Dings getötet haben, das eine Skelett getötet haben, wo wir entscheiden konnten, ob wir es umbringen oder nicht. Ich frage mich, ob das in diesem Kampf gekommen wäre, wenn wir es nicht umgebracht hätten. Und ich frage mich, was gewesen wäre, wenn wir zuerst hier gewesen wären, ne? Ha, interessant. Okay, das ist hier so... Puh. Oh, Glück gehabt. Ach du Scheiße, wer ist er denn?
Oh. Ja, das wird ja ein Spaß hier, ne? Puh, okay, gut. Das sieht ja alles sehr... Knappe Kisten hier. Oh Gott, was ist das denn für ein Ort hier? Oh, hier können wir bestimmt gut den Dash gebrauchen, den wir nicht haben, ne? Ja. Den Dash haben wir aber nicht, also... Kommen wir hier wahrscheinlich auch nicht weiter, ne? Denke ich mir jetzt einfach mal so. Concentration, Concentration! Auch darüber und sowas, ne? Da kommen wir ja eigentlich nur mit dem Dash wirklich gut hin, ne? Ja. Ja. Na gut, scheinbar geht's noch, aber jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ne, oder? Ah, das wird schwer, das wird schwer. Also ich denke, der Dash würde es vereinfachen, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt runter? Ja, ne? Shit, was ist denn da unten? Oh. Stacheln. Okay. Wir halten uns irgendwie doch noch gut, ne? Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ah. Hier haben wir jetzt ein Problem. Mal was trinken. Oh. Shit. Boah. Ich vermute mal fast, hier sollen wir eigentlich noch gar nicht sein. Kann das sein? Oh. Oh, oh, oh. Noch ein Schlüssel. Shit. Das war gut abgeprallt. Aber wie sollen wir denn hier jetzt, Na ja, gut. Ja, ja. Also theoretisch wahrscheinlich da runter, da rein und dann rüber dashen, ne? Ja. Ja, Mist. Ah. Ja. Halt mal zurück. Wir versuchen unser Bestes hier, ne? Ohne den Dash und
Oh nein, 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 nein! Oh! So ein Mist. Achso. Na gut. Oh. Okay, gut. Ohne Dash ist das doch ganz schön übel, ja. Oh. Mal gucken. So. Jetzt mal sehen, was... Wo können wir denn noch weiter eigentlich? Weil wir sollen doch mal den Ehemann retten, ne? Von hier oben, oder nicht? Das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen, ne? Moment, nochmal kurz. Die Quest. Das ist ein Ehemann. Das ist ja komisch, ne? Dann probieren wir was anderes. Moment. Ah, da war's. B. Da ist ja der Friedhof. Naja. Dann gehen wir einmal dahin. Ach ne, wir müssen das mit dem Dash, ne? Sonst. Oder? Was war da bei dem. War da die Lava? Ja, ne? Ich glaube, da war die ganze Lava-Sache. Wir porten uns mal kurz dahin. So. Ja, fast, fast. Ich will nämlich mal kurz checken, ob wir den Dash brauchen. Ich glaube, wir brauchen den auf jeden Fall da hinten. Na. Ja, haben wir runter. Also, ja, ich meine, eben in der Burg, das hat ja ganz gut funktioniert, auch ohne den Dash. Die Frage ist nur, wie lange hätte das wirklich gut funktioniert, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den da... Ups. Dass wir den da brauchen werden. Der Hubert läuft hier schon wieder rum. Macht hier Tingeltangerei und so. So. Ich glaube jetzt, genau, jetzt noch runter, weil ich denke mal, bei der Lava werden wir wahrscheinlich auch brauchen, aber ich weiß nicht genau. Wir gucken mal. Oh gut, wir können durch diese ganzen Gegner einfach durchdashen dann, ne? Also denke ich zumindest. So. Zack, zack. Zack, zack. Hier so, ne? Das ganze aufladen und einmal durch, bam. Von Anfang bis Ende alle mitnehmen. So, ich will mal was checken. Obwohl, vielleicht. Psst. Vielleicht brauchen wir den Dash doch nicht. Doch. Ich würde sagen, wir brauchen den. Sonst kommen wir da, glaube ich, nicht rüber. Oder? Ja, ja. Ich glaube, wir kommen nicht hoch genug ohne den. Hm. Okay. Na gut. Dann. Ja, falsche Taste. B. Das war. Hier oben, ne? Aber. Mir fehlt immer noch das mit dem Ehemann. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Kadianto-Gipfel. Wird er gefangen von der dunklen Seele? Oder ob das in dem Dungeon ist? Das kannst du natürlich auch haben. Wir gehen trotzdem einmal dahin. Zack. Einmal rein. So. Verstärkte Waffe dabei. So.
Ja, das war ja dumm. Das war wieder eigene Schuld. Das kann besser gehen, auf jeden Fall. Da! No! Oh, sag mal. Das, ein Wahnsinniger vor meinem Fenster. Wie sag ich das? Der irritierte mich gerade. Deswegen habe ich so viel Schaden genommen. In dem Wahnsinnigen vor meinem Fenster hier. So. Mistkerl, ey. Oh! Die Tür! Jetzt fällt mir das ein, die Tür, wo ich eben sagte, ja, wir gehen da hinterher nochmal hin. Ja, ja, die Tür, ich erinnere mich. Da wird der Ehemann wahrscheinlich drinstecken, ja, ja, ja. Der Vorteil an diesem Flitzpiepen hier ist... Boah, das war ganz schön knapp jetzt. Na, schlag schon zu. Komm schon nochmal. Der Vorteil des Flitzpiepen hier ist, dass man die meisten einfach umgehen kann. Das finde ich ganz angenehm eigentlich. Ah. Knappe Kiste da eben, ey. Meine Güte. Oh. Oh nein! Shit. Ja. Oh! Alter! So. Ah. Oh, 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 was ist denn? Meine Güte. Gar nicht mal so gut gerade. Oh, oh. Autsch. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ne? Okay, gut, denn warte mal. Oh. Sind diese ätzenden Zufallstreffer, ne? Ja, ja, Zufallstreffer. Dann gehen wir nämlich doch nochmal zurück und gehen nochmal zu der Tür hin. Wer wird überhaupt entspannt hinkommen jetzt, ne? Ich glaube schon. Weil ich meine, wir haben ja beide Punkte festgenagelt da. So. Beide Punkte, wo wir hinfliegen können, sage ich jetzt mal. Und hinporten können. So, Portpunkte. Nein, wir schon. Nein, diese Wichte haben nicht viel Geld mit, ne? Eigentlich. Wie gar nichts. So, mal gucken. Passwort verlassen. Ah. Shit. Hand. Ah. Das ist ja doof. Kommen wir hier jetzt so gar nicht. Gar nicht weiter, wa? Bei Hand ist halt irgendwie keine große Hilfe mehr, was das angeht. Kurz gucken. Ja, die hat sich die Brücke aufgebaut. Naja. Ja gut, dann bleibt uns doch nichts anderes über, außer mal kurz auf die Uhr zu gucken. Was die Aufnahme sagt. Okay. Gut, dann machen wir das so. Ja, dann bleibt uns nichts anderes über jetzt. Außer dann zu reisen. Und zack. Gut, dann müssen wir hier wirklich als nächstes weitermachen. So.
Ja, das scheint wirklich der logische nächste Punkt zu sein eigentlich. Okay, gut, die können also auch über uns rüber schießen. Oh. Ah. Oh. Das gibt's ja nicht, ne? Hau doch ab. Oh. Oh. Shit. Oh, Mann. Unglaublich. Das will man, dass man richtig so jetzt hier mit AA und Ausweichen und hast du nicht gesehen machen und dann. Bah. Geht das trotzdem alles schief. Oh Mann. Fängt gut an. Ich bin begeistert. Okay. Oh. Zu spät. Zu spät, zu spät. Gut, da wir jetzt ja wissen, dass wir das hier erstmal knacken müssen. Also scheinbar. Speichern wir direkt nochmal hier. So ein Mist. Gut, jetzt aber. Alle guten Dinge sind 12 oder so. Ist egal, ist egal, ist egal. Ein so ein Treffer macht doch nicht. Oh, nur nicht in die Lava fallen. Das wäre auch noch so ein Ding, ne? Oh Mann. Ist auch so typisch. Falsche Taste gedrückt. Gut, auch selber schuld, ne? Also manchmal habe ich auch wirklich selber schuld bei solchen Sachen. Boah. Und tschüss. Ne, wie gesagt, ich sehe das ja ein, dass ich manchmal echt selber schuld bin. Wenn das hier schief geht. Das streite ich ja gar nicht ab. Schwitzt. Falsche Taste. Oh, 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 oh. Wow, oh, oh. Hau ab, hau ab. Scheiß Auge. So. Okay, ich muss eigentlich. Wo muss ich denn hin? Darüber erstmal, naja. Glück gehabt. Auch hinten losgehen können, ne? Oh nein! Oh, oh, oh nein! Nein! Oh! Shit, ey. Dreckigen Mistkerl, ey. Hier wollte ich nach oben, ne? Ja. Okay.
Genau, erstmal nach oben den Zauber holen, den Dashen da. Ach ja, warte, ich habe noch Hinterhalt, ne? War das nicht so? Ja. Ich meine, man kann der Sache bestimmt auch, also, ich meine, ich könnte den Zauber holen und hier wieder raus und erstmal das andere machen, ne? Das würde theoretisch auch gehen. Aber nee, jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das hier fertig. Hier. No, zu spät runtergedrückt. Selber schuld. In den Pöscher. Wer macht denn sowas? Oh, und Schluck trinken, ja? Okay. Gut. So, Lebenspunkte. Ah, sehen einigermaßen okay aus. Zauber, alles dabei, ja. Das war ja klar, ne? Das war ja klar, dass die alle hinterher geschissen kommen, ey. Also was trinken. Oh. Ja. Mal gucken, was hier jetzt los ist. So. Der muss weg, sonst ist das zu gefährlich. Okay, gut. Mann. Oh, oh. So. Nein. Oh. Oh Gott, oh Gott. Mein armes Herz, ey. Shit, wie machen wir das jetzt? Okay. Boah. Oder sollten wir hier schon dashen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Boah. Meine Finger schwitzen. Meine ganze Hand schwitzt, ey. Hau ab. Verschwinde. Oh, Mistkerl. Nein, nein, nein. Okay, warte. Ich muss überlegen. Oh, Scheiße. Ja. Ja. Oh. Muss weg. Ich glaube, hier sollten wir schon dashen, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Moment. Boah. Oh, meine Güte. Huh. Gott, das Ding ja mal wieder? Ah, doch, was, okay. Okay, also nochmal raus. Wieder rein. Dann kommt's wieder, okay, gut. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gut, das hat nicht überhaupt nicht funktioniert gerade. Das mit dem Dash müssen wir noch ein bisschen üben.
denke ich. Scheiße. Okay. Shit, wir haben auch kein. Wir sollten das vorher üben. Das nächste Mal, wenn wir es holen. Bevor wir hier, ne? Oh nein. Ich frage mich, ob wir hier rausporten können. Einen Moment. Geht das? Ich kann diesen Zauber hier nicht benutzen. Scheiße. Ja, wir sind Angst, das zu benutzen jetzt, ne? Wir müssen es gedrückt halten. Dann springen und loslassen. Oh, Gott! Wo wollte ich denn? Oh, Alter, fuck. Unglücklicherweise denke ich, dass der Boss auch sowas noch nutzen wird. Aber da haben wir ihn wenigstens mal gesehen, ne? Wahrscheinlich müssen wir hier dashen. Oh, scheiße. Oh, aber wir haben ihn mal gesehen. Okay. Oh. Whoa, whoa, whoa. Okay, gut. Was jetzt? Nein! Oh, oh, oh. Muss aber gut, oder was? Jetzt macht er das wieder, ja. Shit. Wow. Oh. Wir mussten gar nicht dashen. Ich bin verzückt. Oh. Only a heartbeat away. Whew. Okay. Gut. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Bin der Ende abgemost gerade. Oh, shit, 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 shit. Bloß weg hier. Alter Falter, pass auf, pass auf. Ah, wir kriegen das Leben, kriegen wir auch wieder dazu. Okay, ich habe das gesehen, dass wir nur noch ein Leben haben. Alter Falter. Okay. Mana? Oh, scheiße. Eigentlich machen wir ja schon gut Schaden, ne? Mana ist... Ja, komm. Updaten das Mana. Oh. Uiuiuiuiuiui.
Das war ein ganz schön heikler Kampf, ne? Meine Güte. Schön, weil jetzt das durch, das durch, das durch. Dann können wir noch nicht rein. Es fehlt eigentlich im Moment scheinbar auf den ersten Blick jetzt gerade das da hinten. Ach, wir haben keine Heiltränke mehr, ne? Wir müssen eh... Moment. B. Einmal... Da können wir auch hin, ne? Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Einmal kurz... nach Hause, ne? Ja. Das machen wir nochmal schnell. Warte, war das hier? Nee. Andere Richtung. Ja, gut. War hier nicht ein Inn? War hier irgendwo ein Inn, ne? Haha, Slide! Okay. Gut. Die Reihenfolge ist zwar etwas speziell, in der wir das hier machen, aber na gut. Oh, warte mal. Aber die Quest noch nicht fertig, ne? Besessener Ehemann, die Rücke von Paimon. Naja. Ach, belebt Paimon wieder. Seine Überreste liegen doch da hinten noch, ne, oder? Ja, ne? Paimon war doch der Erste, den wir getötet haben, ne? Den, ja, ich glaube ja. Wo der Ehemann sich da verwandelt hat. Dann nehmen wir ein paar Heiltränke mit. Vier Heiltränke erstmal, ist okay. Kein Mana-Drink, aber nicht so wild. Okay. Gut. So, nochmal speichern. Heftig. Heftig. So, einmal hier umseppen. Zack, da ist aber die Frage der Folge, ne? Mehr Komplexität in Infernax? Cool oder nicht cool? Ist es so gut, wie es ist? Ne? Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wäre ganz cool. Sehr komplex. Ihr könnt auch sehr komplexe Antworten in die Kommentare schreiben. Sucht euch aus. ja, puh. Das war ja erstmal eine ganz üble Geschichte, ne? Meine Fresse. Also, das heißt üble Geschichte, aber meine Hände haben geschwitzt, ne? Komisch, was das ausmacht, wenn man mehrere Leben hat. Ne? So, als ich nur ein Leben hatte, da war das so, ja gut, wenn wir sterben, Herrgott, ja, scheiße. Ärgerlich, machen wir neu. Zack, weiter. Jetzt, wo man ein zweites Leben hat, ist das halt so, ja, scheiße, nur noch zwei Leben, wie sich auf einmal die Denke ändert und so weiter. Sehr seltsam, ey, sehr ungewohnt. Da müssen wir echt nochmal gucken. Ne? Ich glaube, wir können auf 600 können wir noch ein neues Leben kaufen, ein zweites Leben dann. So, das können wir eigentlich nochmal machen. Oben in der Schneestadt war das, glaube ich. Naja, können wir auch nochmal besorgen. Wenn wir genug Gold haben, noch haben wir ja nicht genug Gold. Da dauert also noch ein bisschen. Und ich muss auch nochmal abklappern, wer wo was uns noch was verkaufen kann und so weiter. Ich glaube, irgendwo konnten wir noch eine Rüstung holen und so. Muss ich mal schauen. Aber so oder so, auf jeden Fall ziemlich cool. Hat Spaß gemacht, hat Laune gemacht. War spannend. Ich hoffe, für euch auch. Ne? Dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und sowas. Und jetzt, wenn wir in der nächsten Folge werden wir denn, ja, anders als gedacht, erstmal Paimon suchen, so eine Leiche aufsuchen da, die nochmal wiederbeleben. Ich glaube, das ist, ja, Paimon ist, glaube ich, der, den wir ganz am Anfang getötet haben, meine ich. Als allererstes halt, ne, wo der Ehemann sich verwandelt hatte da. Ja, ich glaube, seine Leiche müssen also noch da vorne liegen, müssen wir mal gucken. Düsen wir mal hin. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und jetzt, wo wir den Dash haben, muss ich mich halt entscheiden, ob wir unten das Feuer versuchen. Da unten lang, ne? Ups, wo wir schon waren. Wo wir ja festgestellt haben, gut, brauchen wir den Dash. Oder halt direkt in die nächste Burg reingehen. Oben halt da im, ne? Da hier. Nicht im Schneegebiet. Da waren wir ja eben. Die andere Burg, halt dahin in diesem ne, umgedrehte Kreuzgebiet und so weiter da. So und so Gipfel. Oder Passage, dass wir da mal gucken, was da los ist. Weil da können wir ja dann auch gut durchdashen, schätze ich jetzt mal. Und dann ist ja auch der letzte Siegel gebrochen. Wir können quasi das Spiel wahrscheinlich beenden. Aber wir haben ja noch ein paar Quests am Laufen. Also ich vermute mal, weiß ich nicht, so vielleicht 3 Videos, vielleicht 4 Videos. Halbe Stunde, 40 Minuten so. Also irgendwo zwischen 3 und 4 Videos wird es noch geben. Dann haben wir auf jeden Fall das Spiel einmal durch, schätze ich mal. Und dann müssen wir mal gucken, was
wie das so weitergeht, was da so als nächstes passiert und so weiter. Und da ist ja immer noch, da wo wir uns skillen können und so weiter, ist ja immer noch so ein Fragezeichen. Als dritte Option. Ob es vielleicht noch andere Charaktere gibt oder irgendwie sowas. Wir werden sehen. Wird auf jeden Fall sehr spannend noch. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, denn, ne, wenn euch gefallen hat und sowas. Würde mich sehr freuen. Kanniert den Abonnal, ja. Abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr mal Bescheid, wenn hier irgendwas abgeht und so weiter. Und folgt uns darauf, wie angegeben, auf slash Blood and Brain. Ne, könnt ihr sehen, slash Blood and Brain. Ganz einfach Facebook, Twitch, Instagram und so weiter. Auf Facebook und Twitter posten wir, wann wir online gehen, was wir streamen, was wir hochladen, was auf YouTube geht und so weiter und so fort. Plus Infos über Totenstadt und Voodoo Heads, unsere beiden Kartenspiele, über die ihr auch Infos findet auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com, inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Genau. Ja, und auf Twitch sind wir unterwegs, Montag, Dienstag und Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde, sporadisch auch an anderen Tagen. Ne? Also lasst auch ein Follow da, dann kriegt ihr mal Bescheid, wenn wir da online gehen. Genau. Und wir freuen uns über jeden, der mal hier und da in den Chat reinschneit oder halt mal einen Kommentar bei YouTube lässt oder auch mal bei Facebook und Twitter sich meldet und sowas. Ne? Haut in die Tasten. Genau. Wir sind da nicht scheu in Antworten. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.